Herzlich willkommen zu Ein Leben und ein Tod bei Let's Survival. Und wie ihr seht, ich bin hier mitten in der Nacht jetzt gerade mal runtergegangen und möchte hier diesen Safe-Raum haben. Das dauert jetzt bestimmt länger. Ich stelle meine Wecker an. Was ihr übrigens seht, ist, dass ihr auch in einem grünen Biom, was ja vorher grün war, plötzlich ein Schneebiom draus wird. Denn was hier passiert ist, das zeige ich euch mal. Es ist Schnee gefallen. Alles weiß. Sag ich euch. Die Geräusche. Mache jetzt in der Nacht einen Safe kaputt. Das ist nicht so toll. Das ist ganz und gar nicht so toll. Wir haben gerade Montag, den 13. und wir haben es 23:30 Uhr. Ich habe gerade was gehört. Also, mitten in der Nacht. Und die können einfach ihre Geräusche nicht sein lassen. Eieiei. Nicht so gut. Ja, bin Biohazard, wie ihr schon in den letzten Folgen gesehen habt. Klappe da draußen. Mein Mendel kann zwar nicht mehr, aber ich haue drauf hier. Irgendwann geht das Ding auf. Irgendwann geht es auf. Jalousien zu. Ich entschärfe den Safe mit meiner Stone Axe. Bam.
Bam bum, bam bum, bam bum. Ach du Scheiße, bin ich so tief gesunken, dass ich schon Kaboom rufe, wenn ich einen Safe aufmache. Oi. Das war eine Eule. Ja, außer Atem, hau einfach drauf, Mensch. Irgendwann springt der Safe auf. Kann sich nur um Stunden handeln. Aber wir haben ja Zeit, es ist mitten in der Nacht. Wir müssen ja irgendwas machen. Deswegen dachte ich mir, wir machen mal das. Hier. Ich muss sowieso mal gucken, ob der Ton zu laut ist oder ob es geht. Boah, ist das dunkel. Ups. Ich habe eine neue Tastatur und die ist hier mechanisch. Das heißt, wenn ich nur ganz leicht drauf tippe, dann läuft der schon nach links. Ich habe noch nicht mal die Taste bewegt. Echt krass. Am besten die Hände wegnehmen. Die Eule sagt, es ist auf. So. Ja, ich habe heute mit dem Clown gefrühstückt. Ich habe heute meinen ersten richtigen Arbeitstag als Teamleiter. Und mal gucken, was drin ist. Ja, nicht viel, ne? Ich kann das hier dann als für die Waffenteile nehmen. Von oben die Waffenteile runterbringen. Hauen die sich gegenseitig? Boah, die Wölfe. Irgendwann bleibt mir der Atem stehen. Auch wenn es manchmal so aussieht, als wenn nichts macht, aber die Timer läuft. Boah, ich war extra im Grün. Krasse Scheiße. So. Also manchmal denke ich, die wollen mich ein bisschen verarschen mit dem Ton. Übrigens, die Stickies lassen jetzt sich auf 500 stacken, falls ihr es noch nicht wusstet. Gleich ist auch hell, also wird gleich Sonnenaufgang sein. Lass uns mal auf das Dach gehen, wenn wir hier noch ein bisschen craften und so. Einfach damit wir noch ein wenig die Sonne genießen können. Wenn sie denn aufgeht. So.
Das ist doch geil. Der Schnee ist übrigens weg. Der ist getaut. Am Halbmond. Auch gut. Das haben wir festgestellt, wir haben keine Pfeile mehr. Bauen wir noch ein paar Arrows. So, wir schauen mal auf die Map. Wo sind wir denn? Also, hier oben ist ja die Hütte. Da waren wir ja. Da ist so ein kleiner, so eine Straße. Hier ist eine Straße. Ich würde sagen, wir gehen mal die Straße hier unten südlich und gucken mal, was es da so gibt. So eine kleine Stadt wäre nicht schön, wäre nicht schlecht. Ein bisschen looten gehen, ein bisschen was sammeln und so. Wir haben ja schon Tag 3. Das heißt, wir können eigentlich uns unten leer machen und dann geht's los, ne? Können wir schon mal uns vorbereiten. Das Rohr hier, dies, das, das. Das können wir das mal mitnehmen. Das mal hier. Wir sollten vielleicht uns ducken. Das lassen wir mal hier. Das nehmen wir mit. Das lassen wir hier. Das nehmen wir mit. Wir werden das auch hier lassen. Die Gläser nehmen wir mit. Ich werde noch was essen. So. Aber ich werde einen Topf mitnehmen. Für alle Fälle unterwegs. So. Klingt nach einem Plan. Ich trinke mal noch einen Tee. So. Okay. Wir gehen mal. Ja, sehr gut. Wir gehen einfach mal nach Süden und werden da auch noch ein bisschen so erkunden, vielleicht so ein Haus ausbauen. Wie gesagt, wir müssen irgendwie looten. Jetzt ist Tag, jetzt geht die Sonne auf, aber wir gehen weiter. Ja, ein bisschen in die Richtung. Links ist von uns ein Bär. Mit. Das lassen wir hier. Sehr gut. Das kann man scrappen. Das haben wir schon. Das kann man auch scrappen. So, wir haben ja eh noch keine Forge und so. Das heißt, wir müssen sammeln, sammeln, sammeln und wir müssen endlich erkunden gehen, dass wir auch hier was. Die Richtung. Ja,
Schön, dass ihr euch anlocken lasst. Ich habe auch keine Lust mehr, euch zu spielen. Ich bin mal weg. Hier gibt's Mais. Nehmen wir natürlich mit. So, wir laufen so ein bisschen parallel der Straße. Vielleicht ein paar Federn finden können. Da sind schon ein paar Nester. Ein paar Federn. Ich will jetzt keine Pfeile verballern. Ich werde jetzt einfach ein bisschen laufen. Ein bisschen davon gehen. Hoffen, dass die Zombies einen nicht einholen. Übrigens, das hier ist lame, wo ich jetzt drauf laufe. Sieht nämlich so bräunlich aus. Das ist lame. Ja, ist ja gut, Leute. Kommt mir ruhig hinterher. Interessiert mich gerade nicht. Wobei, den kann ich ja verschießen. Oder auch nicht. So, meine Zeit sagt, es wäre vorbei. Ist natürlich doof, dass ich gerade unterwegs bin. Müssen wir mal ganz kurz Geduld haben, bis ich hier was finde. Hier geht es auf jeden Fall weiter. Dann laufen wir hier links. Hier ist eine Gabelung. Da treffen zwei Kreuzungen aufeinander. Ja, ja, ist ja gut. Nehmen wir mal mit. Und Federn. Und wieder Federn. Sehr gut. Weiter geht's. Ja, ist ja gut, Leute. Da war nichts drin. Ich darf nicht so viel rennen. Im Notfall muss ich rennen können. Hier geht's ganz schön hoch. Noch früh am Morgen. Flashlight für die Nacht. Okay. Ah, es wird schwierig hier. Ich hoffe, ich finde was. Rucksack.
Oh, ist erstmal nicht schlecht. Ein Kevlar-Helm. Kann man auf jeden Fall nicht gebrauchen. Mal alles später squippen. So. Überall Zombies. Geht gar nicht. Hier vorne fängt das Hochgebirge an. Komische Straße. Nichts ist auch was. Nothing. Nichts für nichts und nochmal nichts. Oh, endlich. Federn. Mach die mal tot, die Zombies. Fettsack gegen Fettsack. Der Fettsack hat verloren. Ein Nest oder ein Stein. Hier ist auf jeden Fall so ein Weg. Da wollte ich eigentlich nicht hin. Mal darüber. Hoch. Ich bin undetected. Das ist unser Stichwort. Mir ein wenig die Aufnahme zu beenden. Kommen wir wieder hier raus. Werden wir es überleben? Ihr wisst ja, die Suche nach einer Stadt hat sehr viele Probleme. Schaut wieder rein. Mein Leben und ein Tod. War jetzt nicht so die spannende Folge, ich weiß. Aber so ist das halt. Mann, Mann, Mann. Hört sich nicht gut an. Okay. Mit dieser Aussicht würde ich sagen, bis zum späteren Zeitpunkt. Und wir sehen uns. Ciao. Wow. Mir wird kalt.